Der Spieleherbst steht vor der Tür und bietet wie immer eine schier endlose Zahl an neuen Releases. Damit ihr den Überblick behaltet, kommen hier unsere 10 größten Spielehighlights des Herbstes in chronologischer Reihenfolge. Ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Wie viel Oldschool-Gangster-Charme in Mafia 3 wirklich drinsteckt, bleibt abzuwarten. Denn zumindest Protagonist Lincoln Clay kommt deutlich brachialer daher als seine Vorgänger. In der offenen Spielwelt der fiktiven 70er-Jahre-Stadt New Bordeaux starten wir als Vietnam-Veteran unseren Rachefeldzug gegen den italienischen Mob. Unser bisheriger Eindruck, ganz anders als die Vorgänger, aber dennoch cool. Mafia 3 erscheint am 7. Oktober. Die bisher größtenteils Xbox-exklusive Shooter-Reihe Gears of War bekommt seit dem ersten Teil nun erstmals wieder ein PC-Release. In der Kampagne von Gears of War 4 übernehmen wir J.D. Phoenix, den Sohn von Serienheld Marcus Phoenix, und die bislang noch sehr geheimnisvolle Kate. Gears of War 4 ist eines der ersten Spiele mit Crossplay-Funktion zwischen Xbox One und Windows 10 und erscheint am 11. Oktober. Battlefield 1 bringt den Ersten Weltkrieg auf die große AAA-Gaming-Bühne. Dabei setzt das Spiel weniger auf Realismus, sondern liefert uns in 64 Spielerschlachten das gewohnt actionlastige Battlefield-Spektakel. Nachdem die Open Beta uns grafisch wie spielerisch bereits beeindruckte, sind wir gespannt auf die noch kaum enthüllte Singleplayer-Kampagne. Blöde Alibi-Geschichte oder spannendes Drama? Ab dem 21. Oktober wissen wir mehr. Besteller der Early Enlister Edition dürfen sogar schon früher ran. Der Strategiegigant Civilization kehrt zurück und wieder dürfen wir unser Volk auf einer Geschichtstour von der Steinzeit bis in die Moderne führen und die Geschichte dabei selber neu schreiben. Städte können sich neuerdings auf mehrere Hexspielfelder ausbreiten und Einheiten lassen sich für bestimmte Boni auf einem Feld kombinieren. Wir durften schon 150 Züge lang spielen und sind bislang sehr begeistert. Erscheinen wird Civ 6 dann am 21. Oktober. Ultraschnelle Multiplayer-Action mit Jetpack-Sprüngen und Riesenmechs. Das gibt's seit jeher in Titanfall. Und mit dem zweiten Teil gibt's jetzt sogar eine richtige Singleplayer-Kampagne dazu, die die Konflikte der beiden Fraktionen deutlicher beleuchtet. Multiplayer-Enthusiasten freuen sich auf weitere Titan-Varianten und dadurch mehr Tiefgang im Gameplay. Ab dem 28. Oktober geht es los. Alle Jahre wieder gibt's ein COD. Dieses Jahr heißt der Ableger Infinite Warfare und lässt uns im Laufe der Kampagne im Weltall kämpfen. Als Bösewicht ist dieses Jahr Game of Thrones Star Kit Harrington mit von der Partie. In den Multiplayer-Gefechten gibt's auch wieder zahlreiche neumodische Gadgets und Ausrüstung. Außerdem liegt im Spiel exklusiv eine Remastered-Version des Call of Duty-Klassikers Modern Warfare bei. Release am 4. November. In Dishonored 2, das Vermächtnis der Maske, schlüpfen wir 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils wieder in die Rolle des Assassinen Corvo Atano. Oder spielen erstmals als Emily Caldwin. Das Spiel bietet uns nämlich am Anfang die Möglichkeit, zwischen den beiden völlig unterschiedlichen Charakteren zu wählen. Wem das viktorianische Steampunk-Szenario taugt und wer Lust auf einige der wohl kreativsten Stealth-Fähigkeiten überhaupt hat, der sollte sich den 11. November im Kalender rot anstreichen. Vor
Vom windigen Chicago ins sonnige San Francisco, denn das ist der neue Schauplatz von Watch Dogs 2. Dort schlüpfen wir in die Rolle des Hacker-Genies und Cyberrebellen Marcus Holloway, der sich mit seiner Hacker-Crew DedSec der medialen Unterdrückung durch die großen Bösen widersetzt. Unsere Hacking-Skills wurden dabei im Vergleich zum Vorgänger ordentlich aufgepimpt. Außerdem gibt's neue Gadgets und einen Koop-Modus. Na? Lust bekommen? Gedulden müssen wir uns leider noch bis zum 15. November. Die kleine Clementine ist mittlerweile eine junge Erwachsene, die Welt um sie herum hat sich jedoch leider nicht zum Besseren gewandelt. In Staffel 3 von Telltale's The Walking Dead Adventure geht es wieder ums nackte Überleben und um haarige Entscheidungen mit Konsequenzen. Wie schon die vorherigen Staffeln wird das Adventure wieder in mehreren Episoden veröffentlicht werden. Episode 1 hat zwar noch kein exaktes Datum, wurde aber auf November terminiert. Alte Commandos-Fans, aufgepasst! Mit Shadow Tactics erscheint nach vielen Jahren mal wieder ein vielversprechender Ableger des eigentlich totgeglaubten Genres. Nur, dass es uns diesmal nicht in den Zweiten Weltkrieg, sondern ins feudale Japan verschlägt. Hier manövrieren wir Schritt für Schritt unsere Ninjas an feindlichen Soldaten vorbei und verspüren dabei so richtiges Nostalgiegefühl. Für so manchen wird der Nikolaustag am 6. Dezember dieses Jahr also eine wahre Freude. Das waren unsere Highlights. Gibt es ein bestimmtes Spiel, das euch auf dieser Liste fehlt? Dann ab damit in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.